Herzlich willkommen zu Value Compact, die Sendung rund um die Fonds von Shareholder Value aus Frankfurt. Die vergangenen Wochen waren ein gutes Beispiel für Angst und Gier am Aktienmarkt. Sie brauchen nur an GameStop zu denken. Das, was wir gerade sehen, liebe Zuschauer, ist nur Zocken und hat mit Investing nichts zu tun. Wir bei Shareholder Value Management haben eine treuhänderische Verantwortung für die Gelder unserer Kunden und legen diese auch deshalb sorgfältig und langfristig in Qualitätstitel an. Dafür haben wir heute auch zwei Beispiele mitgebracht, einmal die Montauk Renewables und auch die Agfa. Aber zuerst wollen wir von unserem Kapitalmarktstrategen Heiko Böhmer erfahren, was da gerade am Aktienmarkt los ist. Heiko. Ja, was wir letzte Woche bei GameStop an der Börse gesehen haben, das war ein Marktexzess, das war reines Zocken. Man sieht es auch daran, wie schnell die GameStop-Aktie wieder an Wert verloren hat. In wenigen Tagen ist die Aktie um 80% im Vergleich zum Hoch eingebrochen. Ein weiterer Versuch, auch den Silbermarkt nach oben zu treiben, der ist dann schon relativ schnell eigentlich im Sande verlaufen. Wir jedoch hier bei Shareholder Value Management, wir stehen ganz anders am Finanzmarkt. Wir verwalten treuhänderisch die Kundengelder und schauen eben auf langfristigen Kapitalzuwachs an den Börsen mit Qualitätsaktien. Und das hat mit dem, was wir bei GameStop gesehen haben, überhaupt nichts zu tun. Was natürlich jetzt wieder aufkommt, ist die Kritik an der Börse, dass die Börse ein Casino ist, wo man eben nur rumzockt. Und genau das ist es, worum es auch uns geht, hier an dieser Stelle wirklich darauf hinzuweisen, dass der langfristige Kapitalzuwachs an der Börse sehr gut möglich ist und das eben auch mit wenigen Schwankungen. Und wir nutzen auch Aktien, wir nutzen Optionen, genau das, was eigentlich auch jetzt gemacht worden ist. Aber wir lassen unsere Kunden dabei eben ruhig schlafen und man muss nicht immer wieder die Kurse checken, um zu sehen, ob es wirklich gut gelaufen ist. Das ist das, wofür wir hier stehen bei Shareholder Value Management. Und welche aussichtsreichen Qualitätstitel es beispielsweise derzeit gibt, das sehen Sie jetzt in der weiteren Ausgabe mit den beiden Titeln Montauk und auch Agfa. Danke, Heiko. Das ist ein gutes Stichwort, denn wir sind keine Shortseller und auch keine Daytraders. Wir sind langfristig orientierte Investoren und das sieht man besonders an der Performance vom Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Seit seiner Auflage im Jahr 2008 hat der Fonds 8,1% erwirtschaften können und das pro Jahr. Und im Januar wieder 3,1%. Gucken Sie aber auch auf den Frankfurter Value Focus Fund, er hat sogar 8,7% erwirtschaften können. Die Werttreiber im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen im Januar waren die Sekunet, Montauk und Rettelit. Und auf der negativen Seite hat die Anheuser-Busch die Performance etwas belastet. Und jetzt, wie versprochen, liebe Zuschauer, wollen wir Ihnen eine unserer Top-Positionen, die Montauk Renewables, mit unserem Analyst Daniel Gilscher vorstellen. Daniel. Montauk Renewables ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das jetzt auch in den USA gelistet ist und im Bereich der erneuerbaren Energien tätig ist. Das Unternehmen gewinnt Gase, natürliches Gas aus Mülldeponien und Viehmastbetrieben. Und diese Gase entweichen ansonsten ganz ungehindert in die Atmosphäre und verstärken den Treibhauseffekt. Und somit arbeitet das Unternehmen ganz aktiv daran, in seiner Wertschöpfung diese Klimagase zu verhindern. Diese Klimagase sind auch gleichzeitig wesentlich gefährlicher als das landläufige CO2, sodass hier wirklich ein toller Mehrwert auch für die Umwelt geschaffen wird. Wir kennen das Unternehmen bereits seit 2018 und haben die Aktien damals noch in Südafrika notiert bei etwa 4,50 Dollar gekauft. Heute notiert das Unternehmen bei fast 12 Euro und so konnten wir für unsere Anleger einen tollen Beitrag für die Rendite von in etwa 1,75% in Summe bisher generieren. Wir mögen das Unternehmen auch, weil wir einen Eigentümer mit Johnny Copeland haben, der das Unternehmen schon sehr langfristig auch langfristig gestaltend begleitet und eben einen Blick auf die Kapitalallokation hat und sicherstellt, dass keine neuen Projekte auf neuen Mülldeponien mit neuen Viehmastbetrieben angefangen werden, die nicht die Zielrenditen erwirtschaften. Ein schönes Trigger-Event war jetzt vor kurzem das US-Listing. Das, wie schon angesprochen, vorher in Südafrika notierte Unternehmen ist jetzt auch in den USA
gelistet. Und das hat nochmal zusätzlich zu einem Bewertungsaufschwung, wie wir uns das vorgestellt haben, geführt. Und wir hoffen auch in Zukunft jetzt mit der neuen Biden-Administration, neuem politischen Rückenwind, dass in Zukunft noch mehr Projekte profitabel umgesetzt werden können und wir auch so weiterhin viel Freude mit dem Unternehmen haben werden. Daniel, herzlichen Dank. Und nun kommen wir zu unserem zweiten Titel, der Aqua. Und hierzu Frank Fischer. Hallo. Eine unserer Top-10-Positionen, die Firma Aqua, ist etwas, wonach wir jetzt schon häufiger gefragt wurden. Und dazu möchte ich gerne heute mal Stellung nehmen. Was ist eigentlich die Idee hinter der Firma und warum glauben wir, dass wir hier ein sehr interessantes Value-Investment haben? Bei Aqua gibt es einen Kern, das sogenannte Imaging IT. Das sind bildgebende Verfahren, wo man zum Beispiel röntgenähnliche bildgebende Verfahren einsetzt, die natürlich jetzt auch, aber auch digitale Verfahren, während der Corona-Krise besonders zum Einsatz kommen, um zu schauen, was denn in der Lunge alles passiert. Das heißt, dieser Markenkern, dieses Produkt, das ist etwas, was man wunderbar entwickeln kann. Und wir haben ein tolles Management, von dem wir ausgehen, dass sie den Cash für die Veräußerung eines anderen Softwarebereichs, dort sind über 970 Millionen Euro geflossen. Und jetzt sind einmal Restrukturierungsaufwendungen angefallen, weil dort Kosten rausgenommen wurden in Bereichen, die dort nicht so effizient waren. Zum anderen ist jetzt das Cash verfügbar, um zum Beispiel zu investieren für Übernahmen, wenn man eben sagt, ich kann andere Aktien oder Firmen, die nicht börsennotiert sind, kombinieren und dort Werte schaffen. Oder ich könnte eine Dividende ausschütten, auch eine Sonderdividende ist denkbar, oder Rückkäufe damit machen. All diese Optionen wird dieses gute Kapitalallokationserfahrene Management für uns evaluieren. Und wir sind gespannt, wie wir denn belohnt werden. Im letzten Jahr war diese Belohnung nicht möglich, denn wenn man schneidet und diese ganzen Schmerzen für viele Mitarbeiter, die das durchleiden müssten, erlebt, dann kann man sehr schlecht auch noch Aktionäre belohnen, obwohl dieser Verkauf des Softwarebereichs schon im letzten Jahr erfolgte. Das bedeutet, wir gehen davon aus, dass wir im Nachgang zu den Corona-Wehen als Aktionäre belohnt werden und wir wissen auch nicht, welche Möglichkeiten sich dort bieten. Wir wissen nur, die Summe aller Teile der Aqua ist heute viel mehr wert als das, was dafür gezahlt wird. Und damit kann ich mit Sicherheitsmarge eine solche Aktie halten und mich an der Ernte erfreuen. Und mit dieser rechnen wir schon im Verlauf dieses Jahres. Aber es kann durchaus sein, dass es noch weitere 2 oder 3 Jahre dauert, bis wir dann volle Ernte erfahren haben. Also eine spannende Aktie, deswegen auch bei uns in den Top 10 repräsentiert. Kommen wir noch zum Markt und Ausblick. Der Markt ist teilweise schon sehr euphorisch. Ich erinnere hier an GameStop und die Blasenbildung, die wir dort erlebt haben. Das heißt, wir haben Ecken, wo die Liquidität eben schon zu Euphorie führt. Auf der anderen Seite sind sehr viele Titel tatsächlich immer noch unterbewertet und werden mit dem Zurückgehen des Coronavirus auch durch die Impfungen, die ja immer stärker zunehmen an der Impfanzahl. Das wird auch in Q2 in Europa sehr stark sein. Das bedeutet, wir haben die Chance, dass wir noch weiter an der Börse Party feiern, auch wenn es hier und da mal ruckeln kann, was wir gerade erst erlebt haben. Da machen wir uns aber keine Sorgen, denn wir liefern das, was wir auch in der Vergangenheit erfolgreich gemacht haben. Aktienähnliche Renditen mit geringerer Schwankung seit den Corona-Tiefskursen von Ende März, Anfang April wieder sehr zuverlässig und sind auf alten Erfolgspfad wieder unterwegs. Mit unseren Qualitätsaktien und dem Modern Value Konzept sind wir in der Lage, an unsere Vergangenheitserfolge anzuknüpfen und Ihnen auch in Zukunft eine tolle Performance zu liefern. Danke, Frank. Ja, das war's dann für heute, liebe Zuschauer. Wir sehen uns Anfang März wieder. Bleiben Sie investiert, aber vor allem bleiben Sie gesund. Bis dahin. Cheerio.